Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei diesem wunderschönen Wetter. Mein Name ist Kevin und ich bin gar nicht nass. Gar nicht nass. Super, bestes Wetter zum Fahren. Beste Voraussetzung. Hoffentlich geht mein Ton. Ist nämlich alles nass hier. Wenn der nicht geht, ist auch egal, passt zum Wetter. Jedenfalls, nachdem wir jetzt die Ursache behoben haben von dem Leistungsproblem, also der Cut, der ist ja quasi ummodelliert worden zu der neuen Technologie, dem Einzellen-Cut-System, fahren wir jetzt zum Leistungsprüfstand und checken, wie viel Kraft das Ding jetzt hat und gucken, ob die zu fett oder zu mager läuft, ob da irgendwas gemacht werden muss, weil es gibt ja einen Grund, warum hier der Cut hier verschmelzt. Ist ja nicht so normal, ne? Ja, da fahren wir jetzt hin. Ich habe mir immer gesagt, Motorrad fährt man wie Männer, ohne ABS, ohne irgendwelche Systeme. Jetzt wäre natürlich sowas wie, ich weiß nicht, was es gibt, ja, ABS oder irgend so ein Traktionskontrolle oder so, wäre natürlich nicht schlecht. Bei dem Wetter mit 180 PS, sorry, 185, ist das natürlich nicht ganz ungefährlich. Aber wir haben so einen komischen Regenmodus, der wohl irgendwie Leistung wegnimmt oder was. Keine Ahnung, wird schon. Jedenfalls fahre ich illegaler denn je. Ich habe weder einen Cut, noch habe ich einen DB-Killer drin. Flammen kommt auch noch raus. Also ich weiß nicht, ob das so geil ist. Aber es regnet ja, da werden die Flammen erlischen und wird sich hoffentlich keiner beschweren. Und so laut ist er nun auch nicht. Oh, Kurva, wollen wir das mal einkaufen, ne? Stehe ich zu Hause und denke mir so, oh, noch alles trocken, Regen war schon, aber war schon wieder vorbei, ich bin aufs Moped aufgestiegen, habe nur diesen Schlüssel umgedreht, da kam ein Schauer vom Himmel. Digga, Alter, das kannst du niemandem erzählen. Es kocht. Es kocht einfach. Bruder, es kocht. Also danach muss ich das Ding hier erstmal abkirchern. Scheiße. Auch Jackpot bei diesem Wetter. Regnerisch, nass, kalt, hohe Luftfeuchtigkeit. Und wer hat keinen Pinlock? Hä? Wer hat keinen Pinlock? Ich? Schön mit offenem Visier im Regen. Litschi Latschi, Alter. So, Freunde. Die Leistungsmessung wurde gemacht. Leider konnte ich das nicht alles nicht so richtig filmen, weil direkt bevor ich vor dem Laden gekommen bin, hat die GoPro den Geist aufgegeben. Ich schätze, sie ist zu nass geworden. Ich hoffe, sie funktioniert jetzt gerade. Ansonsten ist das ja alles umsonst. Jedenfalls waren die Leute von Team Voges ziemlich korrekt, sehr nett. Ja. Wie war die Messung? Weiß ich nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das gut, also es ist auf jeden Fall gut, sie läuft etwas, ja, zu fett kann man nicht sagen, ich werde mal die Kurven hier einblenden. Die sagen, ist super, ich soll daran nichts machen. Also laut Fahrzeugschein habe ich am Hinterrad 185, am Motor 185 PS und am Hinterrad habe ich jetzt 150 und knapp. Was ist denn mit dem Navi schon wieder los, Alter? Ich habe mich auf dem Weg über das Navi richtig aufgeregt. Dann bin ich auf dem Rückweg ohne Navi gefahren oder habe angefangen ohne Navi zu fahren und habe mich verfahren, weil die Baustellen sind, alles ist gesperrt, Alter. Richtige Fotzenscheiße, Mann. So, nochmal, jedenfalls 150 PS am Hinterrad, 100 Newtonmeter, angegeben sind 117. Ja. Klar, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir natürlich erhofft, dass da vielleicht durch den Einzellen-Cut vielleicht ein bisschen mehr Leistung anliegt. Aber
ich bin voll zufrieden. Er hat die Kurven verglichen, er hat in der Datenbank noch ein paar andere 1000er G6R gehabt. Die lagen alle zwischen 150 und 160 am Hinterrad. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ja, ich muss noch mal kurz rein switchen. Eigentlich war ich schon mit dem Video fertig, eigentlich. Aber die Messung wurde nicht im Sportmodus gemacht, ist mir gerade aufgefallen. Ich weiß aber gar nicht genau, ich habe ja diese Modis hier. A ist ja für Angriff, B ist ja für bekifft, keine Ahnung, ein bisschen chilliger, und C ist dieser Regenmodus. Jetzt weiß ich nicht, ob dieser Angriffsmodus hier, ob der jetzt die restlichen 35 PS bringen soll oder keine Ahnung, 10 oder 20, weiß ich nicht. Weil also diese 185 PS, die dann am Motor da am Werk gemessen werden, die erreicht man ja am Hinterrad sowieso nicht. Er sagte normalerweise so 170, wenn die am Werk so 185 messen, dann so 170 vielleicht am Hinterrad. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass, ja, ich weiß es nicht, ob jetzt A da steht oder gar nichts, ob das dann Unterschied macht. Ist auch egal, mir ging es ja auch mehr um diese Lambda-Werte, und die sind ja tipptopp. Er meinte, die sind wirklich gut und ich sollte da nichts dran machen, ich soll das alles so lassen. Und das ist doch super. Das war's auf jeden Fall. Erstmal, ich fahre jetzt komplett nass nach Hause. Ich bin natürlich gar nicht trocken geworden. Nur so gar nicht trocken geworden. Immerhin gab es ein, zwei Kaffee. Alles klar, folgt mir, liked mich, kommentiert mich. Keine Ahnung, Digga, macht alles, supportet mich. Ja, haut rein, bis dann.